Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT-Hilft GmbH. Medizinische Notfälle. Sollten Sie medizinische Hilfe benötigen, können Sie sich an jeden Arzt in Ihrer Region wenden. In dringenden Notfällen sollten Sie ein Krankenhaus aufsuchen. Vor dem Arztbesuch ist einiges zu beachten. Damit Sie von einem Arzt behandelt werden können, benötigen Sie einen Behandlungsschein von Ihrer Ausländerbehörde oder dem Sozialamt. Behandlungen von einem Facharzt wie beispielsweise einem Augenarzt, Zahnarzt oder Hautarzt können nur auf Anregung des Hausarztes erfolgen. Sie erhalten dort einen Bescheid als Überweisung, mit dem Sie die Behandlung bei Ihrer zuständigen Behörde beantragen können. Bei einem Notfall dürfen Sie auch ohne Behandlungsschein zum Arzt gehen. Sie müssen jedoch den Behandlungsschein direkt danach beantragen und beim Arzt nachreichen. Ohne Behandlungsschein müssen Sie die Behandlung selber bezahlen, was sehr teuer werden kann. Nach 15 Monaten Aufenthalt oder wenn Sie sozialversicherungspflichtig arbeiten, erhalten Sie in der Regel eine Gesundheitskarte. Damit können Sie ohne Behandlungsschein zum Arzt gehen. Diese Karte ist bei den Arztbesuchen immer vorzulegen. Darauf sind wichtige Informationen von Ihnen gespeichert und zur Wiedererkennung ist ein Foto von Ihnen aufgedruckt. Die größte Herausforderung bei Arztbesuchen oder in Krankenhäusern stellt oft die Sprache dar. Ärzte sprechen in der Regel Deutsch oder Englisch und nur sehr selten ihre Landessprache. Erkundigen Sie sich vorher, welche Sprachen der Arzt spricht und bringen Sie gegebenenfalls einen Übersetzer mit. Manche Arztpraxen oder Rettungswagen sind einem System mit telefonischer Übersetzerunterstützung angeschlossen. Mittlerweile gibt es auch einige digitale Übersetzungshelfer als Internetseiten oder Apps. Um eine angemessene Untersuchung durchführen zu können, muss ein Arzt oder eine Ärztin Sie gegebenenfalls berühren. Hierfür fragt man Sie vielleicht, ob Sie von einem Arzt oder einer Ärztin untersucht werden möchten. Bei einer Arztpraxis sollten Sie sich selber im Vorfeld erkundigen, ob es sich um einen Arzt oder eine Ärztin handelt. Wenn kein passender Arzt zur Verfügung stehen sollte, behandeln Sie die Mediziner bitte dennoch respektvoll. Sie wollen Ihnen helfen. Bei der Arztbehandlung erhalten Sie oft Unterlagen über Ihren Gesundheitsstand und die medizinischen Maßnahmen, die daraufhin zu treffen sind. Außerdem können Sie Überweisungen zu einem anderen Facharzt ausgehändigt bekommen. Bitte werfen Sie die Unterlagen nicht weg, sondern bewahren Sie sie gut auf. Werden Ihnen verschreibungspflichtige Medikamente verordnet, erhalten Sie dafür ein Rezept. Das Rezept Sie in der Apotheke einlösen. Der Arzt oder der Apotheker wird Ihnen mitteilen, wie Sie das Medikament einnehmen müssen. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie unsicher sind.